Gibt es das eine und richtige Skizzenbuch? Und sowieso, brauchst du denn überhaupt eines? Nun, die Frage ist ja, ob und wie dich ein Skizzenbuch in deinem Prozess, in deiner kreativen Entwicklung weiterbringt. Um das herauszufinden und wie du das meiste aus deinem Skizzenbuch herausholen kannst, habe ich drei relevante Bereiche definiert, anhand denen du dich orientieren kannst. Natürlich sind diese drei Bereiche miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Aber für eine bessere Orientierung helfen sie dir auf jeden Fall weiter. Zusätzlich habe ich dir im Anschluss einen aus persönlicher Erfahrung sehr guten Input, nicht nur für die technische, sondern vor allem für die persönliche Entwicklung deiner Ideenwelt und wie du diese vertieft entdecken kannst. Und dies ganz speziell mit einem Skizzenbuch. Obwohl ein Skizzenbuch nur ein leeres Buch oder Heft zum Skizzieren ist, kann man bei der Wahl einiges falsch machen und wegen Kleinigkeiten die Lust daran verlieren. Es ist ähnlich wie mit der passenden Schuhgröße. Ist diese nur eine halbe Nummer zu groß oder zu klein, werden die Schuhe weniger bis gar nicht getragen. So kann es ganz banal, aber auch schon erlebt, ein Reiseskizzenbuch im Regal vergessen werden, weil es ein Müh zu groß oder zu schwer für in die Tasche ist. Und das ist so ziemlich das Gegenteil, wie man mit einem Skizzenbuch umgehen sollte. Persönlich kann ich sagen, dass ein Skizzenbuch auf jeden Fall Vorteile bringt. Nun ist es ja so, dass es ganz, ganz viele verschiedene Arten zum Kaufen gibt und das kann überfordern und einschüchtern. Darum vorweg was ganz Grundsätzliches. Wenn du Angst oder Respekt vor wertigen und teuren Skizzenbüchern hast, kaufe dir eines aus der Papeterieabteilung für Schulbedarf im Kaufhaus oder ähnliches, wo das Papier und der Umschlag zweckdienlich sind, aber ohne Linien oder ähnliches einfach leer. Auch sollte das Papier optimal recycelt sein, vor allem wegen der Optik. Dann wirkt es schon mal nicht mehr ganz so neu und weiß und eher beschmutzt und nimmt dir die Angst vor dem weißen Papier. Vielleicht hat das Papier ja bereits eine leichte Tönung. Und denke immer daran, es ist ein Skizzenbuch primär für Skizzen. Gelungene Skizzen kannst du dann immer noch in ein schöneres Arbeitsbuch oder ein separates Zeichnungspapier übertragen. Wichtig ist primär, dass du überhaupt skizzierst. Ist ja für dich und nicht unbedingt zum Zeigen. Also, die drei Bereiche sind erstens das Einsatzgebiet, zweitens die Technik und drittens die Thematik. Und bei der Thematik wird es dann besonders spannend. Erstens das Einsatzgebiet, das ist ziemlich selbsterklärend. Jedoch gibt es auch da kleine Fallen wie das vorher beschriebene Ferienskizzenbuch. Ich unterscheide zwischen statischem und dynamischem Einsatzgebiet. Statisch ist demnach der Einsatz zu Hause oder bei der Arbeit, also ein fester Platz mit den dazugehörigen Büchern. Dynamisch dann unterwegs sein, wie zum Beispiel beim Urban Sketching, beim Zugfahren, Ferien machen und so weiter. Zu Hause oder bei der Arbeit kommen andere Skizzenbücher zum Einsatz. Diese können größer, fester und im Papier und der Qualität unterschiedlich wertig sein. Unterwegs hat man dann eher kleinere Skizzenbücher zur Hand und diese sind auch von der Papiermenge eher dünner. Hier empfehle ich dir immer ein kleines Skizzen- oder Notizbuch dabei zu haben. Ich selber trage fast immer eins bei mir, weil ich dort auch Ideen, Gedanken und Beobachtungen notiere. Zum Urban Sketching zum Beispiel kannst du wählen, ob du das Format eher vertikal oder horizontal haben willst. Hier kann man auch darauf achten, ob die Skizzenbücher vielleicht eine Art Befestigung an sich haben, wo du Stift und Buch zusammen transportieren kannst. Das hilft auch dem Schutz des Stiftes. Nummer 2 betrifft die Technik. Natürlich wählst du dein Skizzenbuch nach der passenden Technik aus. Aquarell braucht ein anderes Papier als Blei- oder Farbstifte. Zeichnest du mit Tuschstift, Füller oder Acrylmarker, bietet sich eine geschlossene Oberfläche des Papiers eher an als ein Naturpapier. Klebst du Collagen oder Fundstücke rein, ist sicherlich das Format entscheidender als die Frage, ob das Papier holzhaltig oder säurefrei ist. Und wenn du später deine Skizzen und Zeichnungen heraustrennen möchtest, ohne das Buch zu beschädigen, kann eine Blattperforation oder eine Spiralbindung vorteilhafter sein als ein geleimtes oder fadengeheftetes Skizzenbuch. Wenn du vielleicht viele technische Skizzen anfertigst oder auch oft drin schreibst, gibt es auch solche mit einem feinen Punktraster, welches dir Orientierung bietet. Auch Skizzenbücher mit farbigen Seiten bringen ganz tolle Ergebnisse. Dort kannst du mit einem weißen Stift zum Beispiel Erhöhungen oder Glanzlichter setzen, denn die Papierfarbe färbt die Szenerie ja bereits ein. Und Nummer 3 ist dann die Thematik. Die Motivfrage kann eine große Frage sein und oft zeichnet man zum Teil querbeet über alle Skizzenbücher alles rein. Und am Ende ist es ein Sammelsurium, wo man die Sachen schlecht miteinander vergleichen kann. Stellt es euch als Familienalbum vor, wo man diese nach zum Beispiel Personen oder Ferien aufgeteilt hat. Ich unterteile meine Skizzenhefte nach Aufgaben. Für meine Arbeit als Grafiker und Illustrator benutze ich ausgediente Papierfarben
vier Mustervorlagen von Geschäftsberichten, die man von der Druckerei als Muster bekommt. Für unterwegs habe ich und empfehle ich, ein kleines Notiz- oder Skizzenbuch dabei zu haben. Ist klein, leicht, handlich und schnell einsatzbereit. Das kann man nebst Skizzen auch für Ideen und sonstige Gedanken gebrauchen. Dann brauche ich für meine Comicprojekte ebenfalls separate Skizzenbücher. Dieses ist mit Spiralbindung, damit ich die Seiten für spätere Phasen einfach herausnehmen kann. Dann habe ich pro Comicprojekt ein separates Skizzenbuch, damit auch da Ordnung ist. Schlussendlich sind da die schönen, wertigen, in Leinen gebundenen Hardcover-Skizzenbücher mit dickem Bütenpapier oder ähnlichem, die Tusche, Aquarelle und Farben vertragen. Diese gebrauche ich ausschließlich zu Hause und auch für eher bessere Skizzen oder dann eher Studien oder Vorstudien. Auch für Urban Sketching oder für in die Ferien habe ich separate Skizzenbücher, die aber auch nur dann zum Einsatz kommen. Es kann also durchaus sein, dass ein Ferienskizzenbuch über ein Jahr im Regal bleibt. Wie ihr sehen könnt, macht es auf jeden Fall Sinn, die eigenen Bücher nach Themen zu sortieren. Die Techniken und Einsatzgebiete könnt ihr ja danach ausrichten. Maßgeblich ist aber das Thema. So kann man auch wunderbar rückblickend durch ein Skizzenbuch blättern, vergleichen und die eigene Entwicklung beobachten. Und zur Thematik habe ich dir einen ganz besonderen Tipp. Wie beschrieben, macht es ganz viel Sinn, ein Thema, zum Beispiel Landschaften, für ein Skizzenbuch zu reservieren. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter und schlage dir vor, nur mit einem Objekt ein ganzes Skizzenbuch zu füllen. Ja genau, ein Objekt für ein ganzes Skizzenbuch. Zum Beispiel einen Bleistiftspitzer aus verschiedenen Perspektiven zu zeichnen oder einen kleinen Tischkaktus mit verschiedenen Techniken umzusetzen oder dein Haustier immer wieder neuen abzuzeichnen. Das ist so eine Übung, die ich aus meiner Grafikdesign-Ausbildung mitgenommen habe und diese immer wieder einsetze, oft im Bereich der Logogestaltung. Also, das hört sich erstmal vielleicht langweilig an und das wird es nach den ersten Versuchen auch. Also bereite dich darauf vor. Wenn du aber weitermachst, so merkst du, wie du mit einer enorm beschränkten Vorgabe eine enorme Breite an Variationen kreieren kannst. Und diese Variationen, also solche, welche dir am besten gefallen, wirst du dann automatisch vertieft variieren. Das ist keine einfache Übung, weil sie deine Vorstellungskraft fordert bzw. dich zwingt, von der normalen Denke abzuweichen und Sachen auszuprobieren, die dir vielleicht komisch und ungewohnt vorkommen. Und das ist ein weiterer Aspekt dieser Übung, dass du nicht nur das zeichnest, was du siehst, sondern dein Objekt in neue Situationen, in neue Geschichten bringst. Dein Objekt mutiert so zu einem Mittel zum Zweck und aus diesem Blickwinkel kreierst du dann effektiv neue Geschichten. Nehmen wir zum Beispiel den Bleistiftspitzer. Wenn du diesen aus verschiedenen Blickwinkeln oder Perspektiven gezeichnet hast, dann probierst du anschließend verschiedene Lichtquellen aus. Später folgt die Umsetzung in diversen Techniken. Und wenn du dort durch bist oder nicht mehr weiterkommst, probier den Bleistiftspitzer in eine bestimmte Situation oder Anwendung zu bringen. Also zum Beispiel ein Logo für einen Bürobedarfsladen zu kreieren. Vielleicht fängt dein Bleistiftspitzer ein eigenes Leben an und du zeichnest ihn in einer Wüste oder unter Wasser. Oder er bekommt einen Helm und Füße. Und so weiter. Deine Fantasie ist dein Limit und vielleicht hast du dann dein Skizzenbuch ja bereits ausgefüllt. Dein Objekt muss aber immer klar erkennbar bleiben. Das ist die Voraussetzung. Wie gesagt, das ist nicht die klassische einmalige Skizzenübung, aber sie zeigt dir, wie viel Ideen und Fantasie wirklich in dir steckt, vorausgesetzt, du bist mit dir geduldig. Das funktioniert vielleicht nicht sofort und du wirst ein paar Mal straucheln. Wenn du aber eine Blockade hast, hilft es oft, das Gleiche mit einem anderen Stift oder einem Pinsel zu zeichnen. Das löst dich von deiner vorherigen Vorstellung und gibt dir eine neue Perspektive. Also nebst all den anderen Skizzenbüchern, reserviere dir eines für nur ein Objekt. Zu diesem Thema findest du auch ein passendes Video im Anschluss und ein anderes im Videobeschrieb unten. In diesem Sinne, greife mutig zu deinen Skizzenbüchern und gebrauche sie. Mach's gut, auf bald!